Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der aktuellen Vegan Beauty Basket für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket ist eine vegane und tierversuchsfreie Abo-Box, die alle 2 Monate erscheint. Und je nachdem, welche von den beiden Abo-Formen du wählst, zahlst du entweder 23,30 pro Box oder 24,90. Du hast aber immer einen Warenwert von mindestens 60 Euro in deiner Box. Und das finde ich ziemlich cool. Da sind echt sehr, sehr interessante Marken drin, die ich so noch nicht kannte, aber durch diese Box eben kennenlerne und dann auch wirklich mögen lerne. Und das finde ich ziemlich cool. Das Design der Vegan Beauty Basket ist matt schwarz. Also das ist immer diese Umverpackung. Die ist etwas schmaler und dafür aber von der Oberfläche her etwas größer. Du hast dann hier immer diesen Vegan Beauty Basket Klebi drauf, den man theoretisch entfernen könnte und dann eine clean Box hat, die man noch anderweitig verwenden kann, was ich ziemlich cool finde. Und wir entfernen doch einfach mal den Deckel. Tada! Dieses Mal ist übrigens keine Zeitschrift mit dabei. Die Vegan World ist normalerweise als Zeitschrift in dem Umkarton mit drin gewesen. Ich glaube, da wird jetzt mittlerweile drauf verzichtet, eben um auf die Umwelt etwas mehr zu achten. Noch mehr, denn es wird schon extrem drauf geachtet, indem man hier zum Beispiel kein Krüffelpapier hat. Die ganze Geschichte ist in Butterbrotpapier eingepackt und ein Seidenschleifchen ist hier mit rum zu. Und mir kommt gerade ein sehr, sehr angenehmer Duft entgegen. Boah, sehr angenehm seifig irgendwie. Aber so edel. Seifig, ich kann das nicht beschreiben, Leute. Okay, wir haben hier tatsächlich immer so ein Kärtchen. Das hat die liebe Ina selber gemalt. Ina ist die Gründerin und Besitzerin, sage ich mal, der Firma. Und mir hat sie drauf geschrieben, viel Freude mit der Box und dein Herzchen mit dabei. Weil, das ist halt eine Kooperationsbox, die bekomme ich kostenfrei zugeschickt, um sie eben vorzustellen. Ich weiß nicht, was mit meiner Stimme los ist und es tut mir sehr leid. Ich habe heute sehr viel geredet und ich glaube, daran liegt das. Ich werde mir gleich erstmal schön Tee gönnen. Ich finde das total hübsch. Also sie zeichnet das selber und du hast dann immer irgendwelche Bilder mit Katzen, irgendwelche cozy Bilder, so ganz gemütlich. Jetzt hängen die hier in der Tasse ab. Ich finde das total schön. Ich sammle die tatsächlich auch. Und jetzt haben wir hier als nächstes die Produktkarte von März. Das ist ein Flyer, der hier mit drin ist. Da hast du die ganzen Produkte nochmal aufgeführt. Mit den ganzen verschiedenen Preisen und Informationen, Inhaltsstoffen und so weiter. Alles, was man so dazu wissen sollte. Und immer, wenn ich nicht weiter weiß, was durchaus der Fall ist bei solchen Produkten bei mir, weil ich bin nicht so die Vegan Lady, sage ich mal, dann nehme ich mir die Karte zur Hand, schaue nochmal ganz genau rein und weiß dann ganz genau, wofür ich das Produkt verwenden kann. Wir öffnen jetzt erstmal zusammen das Schleifchen. Ich finde es immer so liebevoll eingepackt. Es ist so hübsch. Dieser Duft. Wow. Und hier haben wir dann den Blick in die Box. Ein Produkt, was man sich aussuchen konnte, war tatsächlich ein Deo. Und hier habe ich jetzt auch den Duft bekommen, den ich haben wollte. Es ist ein Creme-Deo. Da freue ich mich richtig drüber. Das ist jetzt von der Firma Palmarosa di Geranium. Genau, das ist die Duftrichtung tatsächlich. Entro aus Italien, nee, aus Frankreich, französische Flagge, glaube ich. Deodorant Baume Naturel, ja, Frankreich, eindeutig Frankreich. Nature Progress, nee, Nature Progrès, keine Ahnung. Oh, schön, es steht alles auf Französisch. Gut, dass wir hier ein Heftchen haben, wo drin steht, was drin ist. Okay, aber wir machen es mal auf. Es ist übrigens so ein Mini-Einweggläschen, sage ich jetzt mal. So ein Mini-Einmachglas. Hier haben wir das Produkt. Oh, es riecht angenehm blumig. Da gehe ich mit dem Finger mal rein. Oh, da musst du aber, ja, die stand ne, in der Kälte. Da muss man wahrscheinlich etwas mehr Wärme mit beimachen. Ansonsten wird das ein bisschen schwierig. Ich habe es jetzt hier auf dem Finger. Ach so, das ist aber so ein bisschen auch so ölig. Es riecht aber wirklich angenehm. Sehr, sehr natürlich. Das wird verwendet. Da freue ich mich drüber, echt. Weil ich möchte ja umsteigen und nicht mehr diese Sprühdeo-Flaschen verwenden, sondern halt solche Produkte oder eben Sprüher in Deo-Sprühflaschen. Also nicht,
ja, wie sage ich das denn jetzt? Diese Sprayviecher mit Unterdruck, die möchte ich nicht mehr. Aber halt so Glasflaschen, wo du drauf drückst und dann Pumpspende hast, nennt man das so? Ich weiß nicht. Darauf will ich umsteigen. Oder halt auf Creme-Deo. Und da bin ich einfach gespannt, wie sich das verhält und ob meine Klamotten da auch nicht drunter leiden und so. So, jetzt gucken wir mal, was das ist. Endro Deo Creme. Die natürliche Deo Creme von der französischen Manufaktur Endro entsteht in liebevoller Handarbeit. Es bietet einen zuverlässigen Schutz vor Körpergeruch und pflegt gleichzeitig die Haut. Die nachhaltige Verpackung besteht aus Glas und kann wiederverwendet werden. Definitiv. Also das ist ein total süßes Pöttchen, ne? Gefällt mir. Das Produkt wird verwendet, werde ich dann in meinem aufgebrauchten Video entsprechend zeigen. Als nächstes haben wir von Good Bloom Bloody Captain Orange ein Fair Vegan Skin Food. Was bist du denn? Blood Orange and Mongonio. Ein Lipbalm. Es ist ein Lippenbalsam. Kann man jetzt ganz gut gebrauchen. Der ist halt noch zu. Psst, by the way, it's organic. Erinnert mich tatsächlich von der Form her so ein bisschen an diese Mückenpflegestifte, um ganz ehrlich zu sein. Oh, der riecht aber sehr zitrisch. Aber auch so ein bisschen orangig. Ich werde den jetzt nicht testen. Ich habe den jetzt einfach nur so geöffnet. Den kann man dann nach oben drehen. Genau wie bei den Mückenpflegestiften. Richtig witzig. Weil ich habe jetzt hier einige offen. Da brauche ich jetzt nicht noch ein paar mehr aufmachen. Aber er wird seine Verwendung finden, seine Anwendung finden. Und dann bin ich da auch sehr gespannt drauf. Von I plus M. Das ist eine coole Marke, die jetzt mittlerweile auch echt bekannt ist, oder? Ich meine, die ist ja auch im DM zu finden und so weiter. Das ist eine Berliner Marke. Fair, Organic und Vegan ist das. Age Protect, eine Augencreme mit Avocado und Argan. Okay, Argan kenne ich jetzt normalerweise eher so für die Haare. Für die Augen finde ich interessant. Anti-Blue Light hast du, glaube ich, bei fast allen Produkten von I plus M mit dabei. Und das ist halt hier so ein Pumpspender. Ich mache das jetzt nicht auf, ne? Weil sowas hält sich jetzt auch nicht Ewigkeiten. 4 Monate tatsächlich ist es nur haltbar. Und ja, die soll dich vor dem Altern retten. Eye Cream Rich. Eine reichhaltige Augencreme, die quasi dann Fältchen minimieren soll. Jo. Wirkt Wunder gegen Augenringe und pflegt die empfindliche Augenpartie mit innovativen Wirkstoffen. Läuft. Was? Ja, du hast doch so gerochen. Oh mein Gott, ja. Ein festes Shampoo, Leute. Ich feiere das. Oder habe ich mir das ausgesucht? Und nicht die Deo-Creme? Weil Hibiscus Blossom kommt mir gerade doch etwas mehr bekannt vor. Levity Parlour, weil du kannst dir bei der Vegan Beauty Basket immer ein Produkt im Vorfeld aussuchen, welche Geruchsrichtung du haben möchtest. Und ich glaube, das war dann doch das feste Shampoo. Ja, Hibiscus Blossom. Das ist dieses Produkt. Und das müssen wir uns mal angucken. Natürlich Cruelty Free and Vegan, das sind alle Produkte, die sich in der Box befinden. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch endlich mal eine Seifenschale bestellt, ne? Weil die brauchst du einfach, wenn du so feste Shampoos benutzt oder feste Seifen, habe ich jetzt auch bei mir am Waschtisch stehen, dass ich halt nicht diese Pumpseifen nehme, sondern halt feste Seifen. Ich habe zwar ein Herzchen drauf, ich stehe auf Herzchen. Ich stehe auf alles, wo Herzchen drauf sind, weil ich bin ein Kitsch-Fan. Furchtbar. Boah, dieser Duft. Das ist so in Papier eingepackt. Und hier hast du das Produkt. Boah, riecht das geil. Das riecht hammermäßig. Boah, ist das geil. Boah, ist das geil. Da freue ich mich drauf. Das wird sowas von verwendet. Ich habe jetzt noch eins aktuell in Anwendung. Dann wird das aufgebraucht und dann wird das hier benutzt, weil das riecht hammermäßig. Oh, ich freue mich drauf. Das habe ich jetzt bei fast allen Produkten gesagt, aber irgendwie finde ich diese Box auch wirklich sehr gelungen. Ja. Das ist ultra. Ich hatte auch schon das ein oder andere feste Shampoo probiert und habe mir jetzt auch letztens tatsächlich, weil ich ein Rossmann Nachhaltigkeitshaul plane, auch wieder ein festes Shampoo bestellt. Aber das hier riecht so mit am besten von allem, was ich jetzt bislang an festen Shampoos hier hatte. Jetzt muss das nur noch fliegen. Das wäre ein Träumchen, ne? Steht hier irgendwo, was das machen soll? For Voluminous and Shiny Hair. Ja, ich möchte Volumen und ich möchte Glanz in meinen Haaren. Das ist super. Das feste Shampoo reinigt die Haare ganz sanft mit rosa Tonerde und pflegt das Haar und die Kopfhaut reichhaltig mit Mandelöl. Oh, das riechst du. Das Mandelöl riechst du wirklich. Mit dem Hair Superfood Hibiskuspuder fettet das Haar weniger nach und gewinnt an Geschmeidigkeit. Das Rosenwasser, oh, das sind alles nur Sachen, die ich geil finde, ne? In dem Shampoo schützt, klärt und erfrischt die Kopfhaut und bringt sie ins Gleichgewicht. Lysolecithin. Das kenne ich nicht. Wirkt feuchtigkeitsspendend und macht das Haar glanzvoll. Der blumig frische Jasminduft lässt die Haare wunderbar frisch duften. Boah, wie ich mich darüber freue. Das wird ein Fest. Dankeschön.
Und das letzte Produkt von denen. Du hast normalerweise auch so 5 Produkte in der Box. 1, 2, 3, 4. 5. Produkt, genau. Ist ein Face Scrub, sehr gut. Gesichtsscrubs verwende ich eigentlich tatsächlich eher so diese mechanischen, nennt man das, glaube ich, wenn du halt auch so richtige Peelingpartikel damit drin hast, weil ich mit diesen Säuregeschichten nicht klarkomme. Ich habe das eine oder andere wirklich mal genommen und getestet. Meine Haut rastet aus. Wahrscheinlich ist es ja auch das Normale, ne? Dass du dich ja erstmal langsam an diese ganzen Säuregeschichten gewöhnen sollst und so. Aber ich finde es furchtbar. Ich will nicht aussehen wie ein Streuselkuchen. Ich mag das einfach nicht. Und auch wenn die noch so geil sein sollen, ich weiß nicht. Ich kriege mich da selber noch nicht ganz so von überzeugt. Vielleicht kommt das irgendwann noch, wenn ich irgendwann mit irgendwem da ganz bewusst rangeführt werde. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Aber Stand jetzt habe ich da ein bisschen Angst vor diesen ganzen Säuren im Gesicht. Hat mir bislang nicht so gut gefallen und es ist mir einfach nicht bekommen. So. Upcircle Face Scrub made with repurposed coffee grounds. Also das ist mit Kaffeesatz dann wahrscheinlich, oder? Coffee Face Scrub. Kaffee mag ich. Kaffee und ich, wir sind so. Wir haben uns sehr gern. Mit Kamille. Rosehip, ich vergesse immer was. Hagebutte. Geranium und Patchouli Essential Oils. Mhm. Ja. Das machst du einfach auf dein Gesicht, lässt das ein bisschen drauf und dann machst du das mit lauwarmem Wasser runter. Ja. Hier hat meine Packung ein bisschen gelitten. Da hatten die verschiedenen Produkte in der Box wahrscheinlich ein bisschen Spaß und dann ist es kaputt. Natural, Sustainable, Vegan and Cruelty Free. Ja, alles ganz nice. Das sieht aus wie eine Tube. Ja, bei veganen Produkten bin ich ja immer so ein bisschen, ne, skeptisch auch von der Verpackung her. Ich muss ja ehrlich und realistisch bleiben. Das sieht ein bisschen aus wie eine Salbe halt, ne, so aus dem medizinischen Bereich tatsächlich. Wahrscheinlich soll das auch so aussehen. Allround Bitter Skincare, Floral Oils, Coffee, läuft. Haben wir schon durchgelesen. Jo. Shake Scrub. Kannst du nicht viel shaken. Ja, das riecht jetzt tatsächlich nach dem Shampoo, um ehrlich zu sein. Aber da bin ich wirklich gespannt drauf, wie Kaffee zusammen mit Floral riechen soll. Aber das scheint noch komplett zu sein, weil hier ist extra so ein Stamper mit im Deckel. Ja, ne, es ist noch komplett verschlossen. Es hält sich jetzt auch nicht Ewigkeiten, 6 Monate. Ja, das muss getestet werden und das wird auch getestet. Da freue ich mich nämlich, das zu testen. Ich teste viel und ich sage viel testen. Ja, gefällt mir. Finde ich wirklich cool und die Produkte in der Box allgemein haben mir sehr gut gefallen. Alles davon ist für mich wirklich brauchbar, nützlich, sinnvoll und cool. Wirklich geil. Also das sind nette Produkte. Das Einzige, was vielleicht noch so ein bisschen gefehlt hat, ist so ein bisschen dekorative Kosmetik. Die hätte ich mir hier wahrscheinlich ein bisschen eher gewünscht, weil ich stehe immer drauf, wenn ich in Beautyboxen irgendwas mit dekorativer Kosmetik mit drin habe. Aber ich weiß nicht, welches Produkt ich dafür ersetzt hätte, weil die 5 Produkte, die hier hinten stehen, finde ich geil. Und ich freue mich drüber. Gut gemacht, Ina. Wirklich geil gemacht. Und ja, wenn auch dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!